Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist aus zeitlichen Gründen mal wieder etwas knapper geworden, aber dafür sind alle Spiele mit dabei. Es können durch Verletzungen, Transfers oder was auch immer Spieler manchmal hier und da dabei sein oder Trikotnummern, die nicht ganz stimmen, dann tut mir das sehr leid, lässt sich aber jetzt auch nicht mehr ändern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Es ist wahrscheinlich bei euch genauso heiß wie bei mir. Und dementsprechend verzeiht mir den ein oder anderen Fauxpas, den ich vielleicht mache. Jetzt geht's aber los mit Gladbach gegen Hertha. Viel Spaß und Dankeschön fürs Reinschalten. Erst spät kassierte Borussia Mönchengladbach den Ausgleich gegen den FC Schalke 04. Am Ende war es ein leistungsgerechtes 2:2. Die Hertha kam gegen Frankfurt mit einem Schrecken davon und spielte 1:1. Im Borussia-Park am Freitagabend war die gastgebende Mannschaft auch die favorisierte. Florian Neuhaus in der Anfangsphase mit dieser Chance, Christensen mit der Parade. Die Hertha kam nach einer halben Stunde per Standardsituation mal gefährlich nach vorne. Boetius, Kempf, findet Toussaint und der geht irgendwie zu Kanga. Da fehlte nicht viel zum überraschenden 0:1. Jan Sommer wäre wohl geschlagen gewesen. Der Ball geht aber knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause noch einmal Gladbach über rechts, Kramer, Neuhaus, Manu Kone, 1:0 für Gladbach. Manu Kone macht es, einer der auffälligeren noch gewesen im Spiel gegen den FC Schalke. Hier markiert er die Halbzeitführung. Der zweite Durchgang dann besser begonnen von den Gastgebern. Es war auch so zu erwarten. Gladbach dominierte das Spiel und die Hertha, sie konnte wirklich selten mal Gefahr nach vorne entfachen. Ja, die müssen sich noch finden, aber die ersten beiden Spiele plus das DFB-Pokalspiel lassen dann noch einige Fragen noch offen. Und so war es dann nochmal eine Standardsituation, die für Gefahr sorgen sollte. Toussaint und Kenny. 78. Minute, die größte Chance im zweiten Durchgang, zumindest etwas Sehbares mitzunehmen aus dem Borussia-Park. Der Ball wäre wahrscheinlich eh vorbeigegangen. Es blieb beim 1:0, knapp aber verdient für Borussia Mönchengladbach, der perfekte Start in den Spieltag. Der BVB hat nach zwei Spielen zwei Siege eingefahren, die kamen hier und da aber etwas glücklich zustande. Der SV Werder Bremen hatte mit 2x2:2 durchaus für Aufsehen gesorgt und hier wurden dann die Ohren richtig aufgestellt. 1:0 die Führung, Marvin Ducksch für die Gäste und der BVB hatte richtig Probleme, vor allem Marvin Ducksch unter Kontrolle zu bringen. 34. Minute 0:2. Ein extrem starker Abschluss. Ein gut aufgelegter Marvin Ducksch gegen offensiv inspirationslose Dortmunder. 0:2 zur Pause. Über eine Stunde gespielt. Bittencourt nach dieser Ecke zum 0:3. Dann etwas kurios, der Ball war zwar schon über der Linie, aber wie Guerrero den dann motivationslos reindrischt, da kann man auch mal Pech haben und der wäre eventuell auch nicht über der Linie gewesen. Aber zumindest das konnte man dem BVB dann positiv anrechnen. Sie brachen jetzt nicht komplett auseinander, darf man sich hier zu Hause im Westfalenstadion auch nicht erlauben, aber so machte zumindest Anthony Modest sein Debüttor für den BVB. Und es gab die Möglichkeit, nochmal ranzukommen für Reus, aber Pavlenka mit einer starken Parade hält das 1:3 in dieser Situation fest und es konnte nicht mehr die große Endoffensive aufgerufen werden. Es endete mit 1:3, ein herber Rückschlag für den BVB, Werder Bremen überrascht, aber gewinnt nicht unverdient bei Dortmund.
Bayer 04 Leverkusen mit dem Fehlstart. 0 Punkte nach 2 Spielen. Hoffenheim hat zumindest 3 geholt. Aber so richtig überzeugend war das gegen Bochum auch nicht über weite Strecken. Auch hier Leverkusen besser. Vor allem in der Anfangsphase. Gute Chancen. Mitchell Bakker wird hier freigespielt von Schick. Der Winkel ist nicht optimal. Und Oliver Baumann hat es sowieso gerochen. Dann dieser Fehler. Kramaric schaltet super schnell und findet Robertsko. Das darf so nicht passieren. Und Nutznießer ist Hoffenheim in Person eben des Rechtsaußen Robertsko. Leverkusen war aber schon die bessere Mannschaft. So war es Tabsoba nochmal nach 28 Minuten, der in der ersten Halbzeit ein Highlight setzte. Hoffenheim wirkte auch etwas unstrukturiert. Sie können sich bei Baumann bedanken, dass es nach 45 Minuten mit dieser Führung in die Pause ging. Die war doch schon schmeichelhaft. Durchgang Nummer 2. Azmoun aus der zweiten Reihe. Der Abschuss hatte sich gewaschen. Darf da viel zu frei walten und schalten. Also schalten und walten in der Reihenfolge. Verzieht da nur knapp. Hoffenheim nach vorne weiterhin ohne irgendwelche Szenen. So war es Palacios nach 64 Minuten, der auch nochmal die Chance hatte zum Ausgleichstreffer. Es sollte aber nicht mehr reichen. Hoffenheim machte mit der einzig wirklich guten Torchance den Siegtreffer am Ende. Beschweren werden sie sich darüber aber nicht. Der VfL Wolfsburg hat einen Punkt nach zwei Spielen. Ja, man muss die Partie gegen die Bayern vielleicht ein bisschen in Klammern setzen. Trotzdem, das war zu wenig bis hierhin. Und der FC Schalke 04, der wusste hier und da positiv zu überraschen. Und hier überraschten sie die Wölfe. Gegen Gladbach waren sie lange die etwas bessere Mannschaft, kann man schon so sagen. Und hier starteten sie wieder mit der richtigen Einstellung. Bülter, Terodde, 0:2, 35. Minute. Und Wolfsburg wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Es war noch nicht ganz Pause und Tom Kraus hatte nochmal eine Idee. Eine richtig gute zum 0:3 in der 42. Spielminute. Es war für die Wölfe-Fans kaum zu ertragen. Gegen Werder Bremen taten sie sich schon schwer, aber das war hier eine ganz andere Hausnummer im negativen Sinne. 48. Minute, Dreierpack, Simon Terodde, das ist einfach auch stark gespielt. Und Wolfsburg musste aufpassen, das ist nicht die größte Blamage seit der jüngeren Vereinsgeschichte, vielleicht sogar der älteren werden würde. Sie konnten sich dann aber fangen und hatten hier durch einen Matcher die erste gute Chance überhaupt erst in diesem Spiel. Und sie steigert sich. Matcher. Arnold, 64. Minute, 1:4 in An- und Abführungszeichen nur noch. Da war noch ein weiter Weg zu gehen. Doch sie hatten sich jetzt festgebissen. Marmoush auf den Matcher. 2:4, 81. Minute. Sollte jetzt tatsächlich doch nochmal hier irgendwas anbrennen für Schalke. Das wäre ja ein Albtraum aus Sicht von Frank Kramer und den Königsblauen. Und tatsächlich fiel das 3:4 in der 88. Minute. Maximilian Arnold über die linke Seite wurde das gut durchgespielt. Es kam aber zu spät. Schalke zittert sich am Ende über die Ziellinie, holt sich 3 Punkte in Wolfsburg, mit denen die wenigsten gerechnet haben. Der FC Augsburg überraschte den
Leverkusener Anhang und gewann 2:1. Vor allem durch Rafael Gikiewicz wurde das erst möglich. Mainz 05 überraschte eher weniger, spielte stabil und ordentlich 0:0 gegen Union Berlin. Jetzt waren sie hier eben gefordert bei den Fuggerstädtern. 4 Punkte nach 2 Spielen lässt sich aber sehen. Augsburg eben mit 3 Punkten dann mittlerweile auch durchaus zufrieden. Und da war Gikiewicz mal wieder in Erscheinung getreten. 22. Minute. Balter die Faust. Kann man mal so machen. Es war ein durchschnittliches Bundesligaspiel, wo Augsburg Mainz drauf stand, war Augsburg Mainz auch drin. Schlimm war es jetzt nicht, aber man hätte sich vielleicht hier und da ein paar mehr Torchancen noch erhofft. Und wenn es welche gab, dann waren die Torhüter auf ihrer Position. Robin Zentner pariert den Kopfball von Jensen. Der traf noch gegen Leverkusen. Hier war ihm der nächste Treffer nicht vergönnt. Jetzt Goetzo mit dem Fehler. Mainz schaltet schnell um. Ingwatzen trifft aber nur das Aluminium. Ingwatzen, der ja für Burkhardt vorne reinrückte, machte das nicht schlecht. Hier ist er im Pech. Die letzte Chance gehörte aber den Gastgebern. Und sie hatte wiederum Jensen, der hier einen Flugkopfball ansetzt, aber von Zentner in die Schranken gewiesen wird. Ein 0:0 der ordentlichen Art und Weise geht so in Ordnung. Derby in Stuttgart, der SC Freiburg ist zu Gast und möchte das zweite Auswärtsspiel der Saison gewinnen. Stuttgart wartet auf den ersten Sieg. 2-mal unentschieden spielten sie. Aber Freiburg war besser. Vor allem am Anfang drückte sich das deutlich aus. 7. Minute, Michael Gregoritsch. Was für ein goldenes Händchen, den zu holen. Und es wurde nicht besser für den VfB. Roland Salay nach einer Viertelstunde bereits mit dem 0:2 bekommt von Sildilia den Ball serviert, hat aus 16 Metern Platz zum Abschluss und nutzt das aus. Dann diese Szene, Mavropanos auf Müller, der mitten in den Strafraum klärt. Da ist Rizzo Doan und macht das 0:3. Es drohte ein übler Nachmittag zu werden für die Schwaben, aber sie konnten sich dann nochmal akklimatisieren vor der Pause. Silas Katompa-Mwumpa aber findet seinen Meister in Flecken, der Wiedergutmachung betreiben möchte nach dem dicken Patzer gegen den BVB, macht es hier gut und hält nach 45 Minuten das 0:3 erstmal fest. War schon eine eindeutige Sache, ging so in Ordnung, vielleicht ein Treffer zu hoch, aber Freiburg hatte Spielfreude hier an den Tag gelegt, das war richtig schön anzusehen. Und Maximilian Eggestein vergoldet das Ganze dann fast mit einem Distanzschuss, der aber von Müller zur Ecke geklärt werden kann. Kurz vor dem Ende noch einmal die Breisgauer. Roland Salay hatte noch ein. 87. Minute 0:4. So endete diese Partie dann auch am Ende. Wie gesagt, ein Treffer wohl zu hoch, aber der VfB machte es Freiburg zu leicht. Topspiel in Berlin, Union gegen RB Leipzig. Tedesco, ist der langsam unter Druck? Naja, möchte man mal ein Fragezeichen hintersetzen, vor allem wenn seine Spieler auf dem Feld das machen. Amadou Haidara, ja lange kein gesetzter Stammspieler, hier zeigt er mal, warum er mit Recht aufgestellt wurde. Traumtor. Halbe Stunde gespielt, die nächste Chance für RB Leipzig. Renault gewinnt aber das Privatduell mit Christopher Nkunku. Den muss er auch haben. Hat er auch. Union, ja eigentlich gewohnt heimstark, tat sich hier doch schwer gegen RB und hatte Glück, dass es nach 45 Minuten nur 0:1 stand. Dani Olmo hätte hier aber mal locker erhöhen können.
Renault, der Daumen geht hoch an ihn. Nach vorne war es eben eindeutig zu wenig und auch defensiv zeigten sie sich anfällig. Die Unioner hatten Nachholbedarf, so war es nach einer Stunde mal Sebastian, der sich auszeichnen konnte, aber eben nicht veredelte. Strammer Abschluss, der hätte auch gepasst. Gulaschi muss im kurzen Eck sein, ist da und pariert. Leipzig zog sich etwas zurück, suchte dann die Räume, fand sie in der 81. Minute zum entscheidenden 0:2. So ziehen die Leipziger mit dem ersten Sieg davon. Union Berlin muss die erste Niederlage hinnehmen, was folgerichtig ist unter Betrachtung der Spielanteile. Sonntagnachmittag, Eintracht Frankfurt empfängt den ersten FC Köln. Die Geißböcke mit 4 Punkten nach 2 Spielen optimal gestartet. Frankfurt eher im Gegenteil, 1 Punkt nach 2 Spielen. Und es ging denkbar schlecht los. Elie Skiri mit dem 0:1. Kevin Trapp ist noch dran, aber kann es nicht verhindern. Aber Frankfurt zeigte sich hartnäckig. Gibril Sow, Kolo Muani. 1:1 in der 10. Minute. Da ist Schwäbe nicht mehr rangekommen. Die schnelle Antwort und dann auch noch das. 17. Minute, Spiel gedreht. Es war eine spektakuläre Anfangsphase. Schwäbe erst mit der Glanzparade gegen Alario, kommt dann keiner in den Zweikampf. So steht's zur Pause 2:1. Köln war aber durchaus auf Augenhöhe hier, machte das gut, aber war glücklos in den entscheidenden Momenten. 63. Skiri noch einmal, der hier aber diesmal gegen Trapp den kürzeren zieht. Und Frankfurt konnte es in der 74. Minute endgültig entscheiden. Mario Götze zum 3:1 Endstand. Eine unterhaltsame Partie. Köln machte den Anfang, Frankfurt legte nach und holt sich die ersten 3 Punkte der Saison. Freundschaftsduell in Bochum. Der VfL empfängt den FC Bayern München. Auf dem Platz wurde es aber trotzdem heiß. Bundesliga, da kann man von Freundschaften nichts erwarten. Und so zeigte sich Bochum nach diesem Spektakel im Vorjahr, als sie hier die Bayern schlugen, auf unfassbare Art und Weise ähnlich kaltschnäuzig. Philipp Hofmann zum 1:0. Vor der Pause die Bayern mit dieser Standardsituation. Sané kommt nicht durch, etwas sinnbildlich, aber diesmal setzen sie nach. Musiala auf Sadio Mané kurz vor dem Seitenwechsel. Doch noch der Ausgleich. Riemann streckt sich, kann aber nichts machen. Der Ball einfach zu platziert. Durchgang 2, Bochum nicht chancenlos, aber defensiv noch mehr gefordert. Musiala mit der Brust zu Mané. 2:1, 63. Minute, hatte sich beim 1:1 schon bewiesen, diese Kombination, und so auch hier. Aber Bochum eben nicht chancenlos. Philipp Hofmann kann hier in der 70. Minute den Ausgleich machen. Neuer zieht sogar noch zurück. Hat er wohl geahnt, dass der knapp vorbeigeht. Die Bayern aber nie komplett kalt zu stellen. Und so in der 83. Minute auch die Entscheidung. Leroy Sané von Mané bedient. Ein klarer Sieg am Ende, 3:1. Bochum hielt gut mit, war aber am Ende die schwächere Mannschaft. Jo, seht ihr mal die Ergebnisse im Überblick. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen, trotz der Mikrofonqualität und meiner, ja, etwas warmen Matschbirne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bleibt auf jeden Fall gesund und ja, bleibt nett. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Adios.